Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Vielen Dank für die Warterei und ja, es tut uns leid, es hat ein bisschen, glaube ich, später angefangen, als viele es erwartet haben. Also Verzeihung und vielen Dank für das Warten. Aber willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich zu unserer Podiumsdiskussion das Tunesien-Paradox, Verfassungspraxis zwischen Anspruch und Wirklichkeit gekommen sind. Mein Name ist Julia Alfandari. Ich bin die Referentin für Nordafrika hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Als Heinrich-Böll-Stiftung sind wir seit 2013 in Tunesien vertreten. Unsere Arbeit richtet sich primär auf die Begleitung der Demokratisierung und Dezentralisierung sowie auf die Integration nachhaltiger Entwicklungsansätze in diesem Prozess. Als Grüne Stiftung ist es uns daher besonders wichtig, zur Unterstützung im Interesse der Rechte künftiger Generationen mitzugestalten, als auch soziale Gerechtigkeit und einen regionalen Ausgleich in Tunesien zu unterstützen. Unser Büro in Tunesien arbeitet hauptsächlich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, aber auch mit VertreterInnen der politischen Parteien auf Parlamentsebene sowie seit der ersten freien Kommunalwahl im Mai 2018 mit Gemeinderatsvertreterinnen. Am 26. Januar 2014 verabschiedete das tunesische Parlament eine neue Verfassung, die als die egalitärste und demokratischste Verfassung in der arabischen Welt gilt. Sie ist das Ergebnis eines harten Verhandlungsprozesses, der auch vom Geist des jahrzehntelangen Kampfes von zivilgesellschaftlichen Gruppen und politischen Aktivistinnen im Land getragen wurde. Und trotz der gewonnenen Freiheiten gestaltet sich die Umsetzung der Verfassung als langwieriger Prozess. In diesem Zusammenhang zielt die Arbeit unseres Demokratisierungsprogramms auf die Kooperation mit Partnern, die die Einhaltung der Verfassung beobachten, Lücken aufzeigen und Verbesserungsvorschläge machen. Hier gibt es eine enge Verwandtschaft zwischen uns und unserem Kooperationspartner, dem Democracy Reporting International. Der spezifische thematische Schwerpunkt der Heinrich-Böll-Stiftung in diesem Kontext liegt aber auf der Verteidigung der Individualrechte und der Gleichstellung der Geschlechter. Denn den großartigen demokratischen Errungenschaften stehen auch große Unzufriedenheit und Frust unter der Bevölkerung entgegen. Im letzten Jahr erreichte die Inflation einen neuen Höchststand. Der Dinar befindet sich weiterhin im freien Fall. Die Arbeitslosigkeit, gerade unter der jungen Bevölkerung, ist weiterhin sehr groß. Durch regelmäßige Proteste und Streiks erhoffen sich viele Tunesier und Tunesierinnen, ihren Forderungen nach Reformen mehr Gehör zu verschaffen. Und anlässlich des 5. Jahrestags der tunesischen Verfassung wollen wir heute zusammen mit unseren Gästen, den AktivistInnen, den ExpertInnen sowie den PolitikerInnen aus Tunesien und mit Ihnen ausloten, wo Tunesien heute steht. Wir wollen konkrete politische Handlungsansätze diskutieren und die Handlungspotenziale politischer Akteure in Tunesien, aber auch in Europa analysieren. Und umso mehr freuen wir uns daher, dass wir heute eine so spannende und exzellente Panelbesetzung zusammenbekommen konnten. Und ich möchte an dieser Stelle mich auch gern meinen Dank an Heike Löschmann, ich hoffe, sie kann uns im Livestream sehen, und ihrem Team aus unserem Tunesien-Büro meinen Dank aussprechen, sowie unseren Partnern von Democracy Reporting International, die für die tolle Organisation der Veranstaltung absolut mitverantwortlich sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine hoffentlich erkenntnisreiche Diskussion und übergebe das Wort an unseren Kooperationspartner und den Moderator des Abends, Herrn Dr. Michael Meyer von Democracy Reporting International. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia Alfandari. Ich habe soeben von dir einen Doktortitel bekommen, den habe ich gar nicht, aber das ist sehr ehrenvoll, das ist wahrscheinlich die kluge Brille. Ich danke dir, ich danke der Böll-Stiftung,
Barbara Unmüßig. Wir haben uns gerade noch unterhalten mit den Gästen, dass wir das zusammen hier machen dürfen. Wir hatten das letzte Mal so ein großes Event zusammen zu der Ukraine, auch ein Land in unserer Nachbarschaft. Und ich bin auch sehr froh, dass wir so ein tolles Panel haben, das ich Ihnen euch gleich vorstellen werde. Vorab allerdings mein Dank auch noch ans Auswärtige Amt, das viele dieser Aktivitäten ja finanziert. Democracy Reporting International ist in Tunesien seit Januar 2011 und jeder, der etwas über Tunesien weiß, weiß, warum Januar 2011. Damals hat das Auswärtige Amt außerordentlich schnell und kurzfristig innerhalb von 4 Wochen ein kleines Projekt finanziert, das wir sofort unterstützen konnten, über Verfassungsprozesse und Transitionen sprechen konnten mit vielen Partnern. Und das hat sich dann mehr und mehr ausgeweitet zu einem immer größeren Programm. Inzwischen ist das Büro in Tunesien größer als unser Büro hier, ist also im Grunde unser Flaggschiff-Programm. Also auch vielen Dank, Dr. Ernst, Frau Chris vom Auswärtigen Amt. Ich sage noch ein paar Worte zu dem Titel Paradox. Das wollten wir kurz illustrieren hier. Mal gucken, ob das geht. Wo muss ich das Ding hinziehen? Hier hin? Nee. Da drücken? Aha. Ein paar Headlines aus den letzten Jahren, aus den Zeitungen. Die große Feier, die Verfassung wurde angenommen 2014. Dann die tunesische Ausnahme, Tunesier jubeln, sehr positive Berichterstattung zu Tunesien. Dann zu den Wahlen, positive Nachrichten, Präsidentschaftswahlen und so weiter. Und dann weiterhin Wahlen, alles noch sehr positiv. Dann kommen die Terroranschläge. Die Berichterstattung wird natürlich negativer. Das Bild von Tunesien verschiebt sich auch wieder in der öffentlichen Wahrnehmung. Man liest plötzlich, es gibt so viele tunesische Terroristen. In Syrien kämpfen so viele junge Tunesier. Mehr noch, ja, da steht Vorzeigedemokratie als Brutstätte für Dschihadisten. Also eine große Spannung in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann kommt der Nobelpreis, wieder sehr positiv. Man erinnert sich an den Übergang, Rolle der Gewerkschaften und so weiter. Hier wieder eher negative Nachrichten, vor allem zu der Wirtschaftslage. Sehr große Proteste in Tunesien, schwache Wirtschaft, bedroht den Wandel. Man könnte das lange fortführen, dann wieder positiv. Letztes Jahr die Lokalwahlen. Diese kontrastierenden Nachrichten, die doch eine gewisse Achterbahnfahrt immer sind bei Tunesien, die haben uns die Idee gegeben, das als Paradox zu beschreiben, weil das Bild, das viele Zeitungsleser hier bei uns bekommen, ist ein bisschen paradox. Und das war ja auch vor der Verfassungsgebung schon so, erst die große Revolution, dann viele Fragen, dann die ersten freien Wahlen, dann die Attentate und das Gefühl, dass die Verfassung vielleicht gar nicht zustande kommt, dann wurde sie angenommen. Das begleitet uns eigentlich seit 2011, diese Achterbahnfahrt in Tunesien und erklärt unseren Titel. So, wo muss ich drücken, damit es wieder anfängt? Dort. Gut. Dann noch kurz zur Organisation des Abends. Es gibt ja viele Paneldebatten, wo die Panelisten jede 20 Minuten spricht. Dann am Ende hat man vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein paar Minuten für Fragen und dann ist es vorbei. Und es ist oft ein bisschen Kraut und Rüben, über alles wird gleichzeitig geredet. Wir wollen heute versuchen, das ein bisschen anders zu gestalten, dass unsere Panelisten oft reden, aber in eher kurzen Abschnitten zu verschiedenen Themenbereichen. Wie funktioniert diese Verfassung bis heute? Frage der Religion wollen wir aufwerfen. Was ist die Rolle des Ancien Regime immer noch in Tunesien? Wie wichtig ist das? Wir wollen über die Wahlen dieses Jahr reden, die Wirtschaftslage. Bei all dem vielleicht immer mitdenken, was könnte die deutsche Rolle sein, wie könnte sie sich verändern, was ist die Rolle der EU bei dem Ganzen. Das heißt, ich werde Sie zwischendurch immer aufrufen zu fragen, aber gerne zu dem Themenkomplex, den wir gerade behandeln, dass wir so ein bisschen das Systematische abhandeln. Unsere tunesischen Freunde haben heute gesagt, sie bewundern die große Disziplin der Deutschen. Das haben wir heute nicht eingehalten, wir haben zu spät angefangen, aber vielleicht versuchen wir es, dass wir in der thematischen Fokussierung das einhalten. Ich stelle Ihnen die Gäste gleich vor. Bevor ich das tue, stelle ich Ihnen meinen Kollegen Mehdi Fordali vor. Er ist unser Rechtsspezialist seit 2011 in unserem Büro. Er ist auch Rechtsanwalt, hat früher auch bei der Handelskammer gearbeitet. Ein sehr scharfsinniger Jurist und Beobachter der Situation in Tunesien.
Und unser Büro, die Überschrift unserer ganzen Arbeit ist Implementierung der Verfassung. Es ist ja im ersten Moment erstmal nur ein Stück Text. Und wie wird das umgesetzt? Wie wird das zur Realität? Und einer der Elemente, um das irgendwie auch zu messen, ist für uns, dass wir einen regelmäßigen Monitor rausbringen, alle 6 Monate, der sich anguckt, wie das zumindest gesetzlich umgesetzt wird. Das sagt uns jetzt noch nicht, wie es implementiert wird, aber dass man zumindest sieht, ob sich die ganze Rechtsstruktur des Landes ändert, ob diese ganzen Versprechungen der Verfassung umgesetzt werden. Und damit unsere Diskussion auch ein bisschen faktenbasiert ist, fangen wir damit kurz an. Mehdi setzt uns ein bisschen den Rahmen und erklärt uns, wie weit die Umsetzung der Verfassung eigentlich gediehen ist im juristischen Bereich. Mehdi, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Ich möchte mich bedanken für Ihre Einladung in Ihr schönes Land. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft hier. Vielen Dank für die Gastfreundschaft der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und wie es mein Vorredner sagte, ist DRI publiziert alle 6 Monate diesen Fortschrittsbericht. Sie können ihn auf Arabisch und Französisch auf unserer Website sehen. Da geht es um die Umsetzung der Verfassung bezüglich des juristischen Kontextes. Welche Gesetze werden verabschiedet, um der Kondition zu genügen. Und die Themen, um die es da geht, sind Menschenrechte, die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz, der Rechtsstaat, Rechenschaftspflicht und Transparenz, die verfassungsmäßigen Instanzen und deren Unabhängigkeit sowie die Dezentralisierung. Wenn wir eine Bilanz aufstellen seit der Verabschiedung der Verfassung 2014, kann man sagen, dass es da Fortschritte gibt, was die Umsetzung betrifft, was die Justiz betrifft, den juristischen Kontext. Einige Beispiele, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Also was die Wahlgesetze betrifft, 2018 hatten wir Kommunalwahlen, die anderen Wahlen und die Frage des Zugangs zur Information halt, was die Gewalt gegen Frauen betrifft, keine weitere Diskriminierung und es gibt zahlreiche weitere Gesetze, die die Politiker betrifft und die hohen Beamten, die ihr Vermögen öffentlich machen müssen und vor allem der Steuer unterwerfen müssen, damit diese sich nicht verbotenerweise bereichern. Und dann haben wir auch noch die Gebietskörperschaften und ihre Unabhängigkeit. Und das gilt auch als sehr wichtig für ein historisch sehr stark zentralisiertes Land. Und dieses Gesetzpaket ist ein wichtiger Fortschritt. Dann haben wir auch noch einen gemeinsamen juristischen Rahmen für die verschiedenen unabhängigen Verfassungsinstanzen. Dazu komme ich noch. Doch es gibt auch noch Dinge, die verbessert werden müssen. Auch hier wieder nur einige Beispiele.
Für mich ist einer der wichtigen Dinge, wie sage ich das, also da, wo noch Fortschritt gebraucht wird, der Verfassungsgerichtshof muss noch etabliert werden, realisiert werden. Es gelingt noch nicht, die Mitglieder, die 12 Mitglieder zu ernennen, die diesen Gerichtshof ausmachen werden. 4 werden vom Parlament gewählt mit 2/3-Mehrheit, 4 vom Hohen Rat der Magistratur. Und 4 werden vom Präsident der Republik ernannt. Hier und heute gibt es bereits ein Mitglied, das vom Parlament gewählt wurde mit Mehrheit. Und es ist aber schwierig, die 3 anderen zu ernennen. Das ist eine Mehrheit, die schwer zu erlangen ist. Und der Dekan Aya Moussa, der dieses Kapitel der Verfassung geschrieben hat, die Idee einer solchen Zweidrittelmehrheit für die Wahl der 4 Mitglieder soll sicherstellen, dass es nicht eine Partei im Parlament gibt, die den anderen ihre Mitglieder aufdrängt oder diese durchsetzt. Deshalb also 2/3-Mehrheit, um Mitglieder zu wählen, die ein großes Vertrauen in einem Querschnitt der Parlamentsmitglieder genießen. Und wo es ebenfalls noch Fortschritte zu machen gilt, das sind die unabhängigen Verfassungsinstanzen. Man hat 5 Instanzen geschaffen, öffentliche Instanzen, die also juristische Personen sind, unabhängig, finanziell und behördlich. Und einige Gebiete, einige Themen sind für die Demokratie unabdingbar und essentiell. Und diese sollen der Exekutive entnommen und diesen Instanzen übergeben werden. Zum Beispiel die Organisation von Wahlen. Das ist nicht mehr das Innenministerium, der diese organisiert, sondern eine unabhängige Oberbehörde, die dies organisiert. Eine Wahlbehörde. Da gibt es auch eine Instanz, eine Behörde für die visuelle Kommunikation, eine Menschenrechtsbehörde, eine für die kommenden Generationen, für die nachhaltige Entwicklung und für gute Good Governance. Und was die anderen Instanzen betrifft, also 2 wurden durch 2 Gesetze geschaffen, dass die Behörde für Menschenrechte und für den Kampf gegen Korruption. Und bezüglich der anderen Instanzen gibt es Gesetzesentwürfe, die aber noch nicht verabschiedet wurden. Aber 2 Behörden wurden bereits geschaffen, um auch die Mitglieder der entsprechenden Instanzen wählen zu können. Sie werden vom Parlament gewählt und dazu benötigt man solide Mehrheiten. Das ist ein Prozess, der schwierig ist. Und das ist immer die gleiche Frage. Ist das Glas halb voll? Das kann man unterschiedlich sehen. Ich denke, wenn ich in Tunesien bin, sehe ich das Glas halb leer. Wenn ich außerhalb Tunesiens, sehe ich das Glas halb voll. Wenn man anderswo ist, relativiert sich vieles.
Es gibt Fortschritte, es geht voran. Das ist ein Prozess, der einigen etwas lang erscheint. Andere sagen, das ist normal, es dauert, bis man diese Fortschritte erzielt. Um zusammenzufassen, abschließend, ich denke, es gibt mehrere wichtige Stakeholder, die die Umsetzung der Verfassung beschleunigen oder verlangsamen können. Der erste Faktor, da geht es um die Fachlichkeit gewisser Reformen. Beispielsweise, was die Dezentralisierung betrifft, das ist alles sehr, sehr spezialisiert. Dazu braucht man sehr qualifizierte Fachleute. Und es gibt viele aus der Zivilgesellschaft, die ungeduldig waren und die sofort wollten, dass das entsprechende Gesetz verabschiedet wird. Aber das sind wirklich Prozesse, die sehr viel Reflexion und Debatten erfordern und eine hohe Fachlichkeit, sodass man diese nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Das ist also die Frage der Fachlichkeit. Der zweite Faktor, es gibt sozioökonomische Kriterien. Da benötigen die Entscheider Prioritäten. Er wird danach beurteilt, wie er ökonomische Reform vorantreibt oder auch soziale Reform. Und die Umsetzung der Verfassung kann da in den Hintergrund treten. Dritter Faktor. Und damit werde ich zunächst schließen. Was die Umsetzung der Grundrechte betrifft und der Grundfreiheiten, die Verfassung ist ein Kompromiss, ein tunesischer Kompromiss. Es gibt eine Koexistenz zweier Wertesysteme. Da gibt es also zwei wichtige Referenzthemen. Jeder will darin auch sehen, was er sehen will. Da gibt es zunächst den Schwerpunkt der universellen Menschenrechte, aber es gibt auch einen kulturellen Referenzrahmen. Also einmal die universellen Menschenrechte, beispielsweise, ich gebe Ihnen jetzt einige Beispiele für diese Koexistenz zweier Referenzrahmen, die sich ergänzen können, aber manchmal auch in Konkurrenz zueinander treten. Nun ja, also das haben Sie jetzt gesagt, nicht ich. Zum Beispiel die Präambel. Wir Repräsentanten des tunesischen Volkes und Mitglieder der verfassungsgebenden Nationalversammlung bringen die Verbundenheit unseres Volkes mit den Lehren des Islams zum Ausdruck. Und das sind Ziele. Das ist also die Präambel, sehen Sie? Und das ist also etwas, was sehr nah an der alten Präambel ist. Tunesien ist ein freier, unabhängiger, souveräner Staat. Seine Religion ist der Islam, seine Staatsordnung ist die der Republik. Artikel 1. Artikel 2. Tunesien ist ein ziviler Staat, dessen Grundlagen die Bürgerschaft, der Willen des Volkes und die Rechtsstaatlichkeit sind. Also die Bürger und Bürgerinnen sind gleich, was ihre Rechte und Pflichten betrifft. Das ist also eine Mischung. Und ich möchte da jetzt keine Missverständnisse aufkommen lassen. Das ist gar keine Kritik von meiner Seite. Das reflektiert Tunesien. Und um diese Grundrechte umzusetzen, da benötigt man Zeit und man muss diskutieren. Man liest diese Texte, diese Verfassungstexte nicht der gleichen Weise. Also was bedeutet das, ein ziviler Staat? Für manche heißt das, wir sind ein islamischer Staat, für andere nicht. Und da muss man diskutieren. Ich persönlich glaube, das ist ganz normal, das ist Tunesien. Ich glaube, man muss diskutieren. Man benötigt Zeit und ich glaube, man ist in einer guten Dynamik. Und ich glaube, das Gute ist, dass es gelingt zu diskutieren und wir werden auch Lösungen und Kompromisse finden. Vielen Dank.
wie vielen Dank, Mehdi. Berühmt für seine Konsenskultur. Die wurde auch in die Verfassung geschrieben. Es gibt Artikel, die sich zu widersprechen scheinen. Allerdings gibt es für Juristen keinen Widerspruch, sondern nur die Auslegung, die den Widerspruch irgendwie auslegen muss, auflösen muss. Sitzer? Oh. Ist es nicht so? Ja. Es steht auch oft diese Zweidrittelmehrheit drin bei der Ernennung von wichtigen Ämtern, die im Moment in vielen Fällen zu einer Blockade geführt hat. Ich stelle Ihnen jetzt unsere Gäste vor. Neben mir auf meiner Rechten sitzt Frau Bushra Belhaj Mida. Für die Tunesier unter Ihnen ist sie bekannt, vielleicht auch für manche Deutsche. Sie ist eine berühmte Menschenrechtsaktivistin in Tunesien, Juristin, Mitglied des Parlaments, Abgeordnete seit 2014. Damals wurden Sie für Nida Tunis gewählt, haben aber die Partei inzwischen verlassen. Sie sind vor allem letztes Jahr wieder sehr in das Rampenlicht geraten oder getreten durch den Bericht der Kommission, der Parlamentskommission, die sich mit Freiheitsrechten und Gleichheit befasst, die berühmte Kommission Kolibé. Pardon. D'accord, oui, das war keine parlamentarische Kommission. Und die einen recht detaillierten Bericht rausgebracht hat mit vielen Empfehlungen, der sehr kontrovers diskutiert wurde. Darüber werden wir sprechen. Willkommen. Zu meiner Linken Nur Kabi, auch eine Menschenrechtsaktivistin, Geschäftsführerin der Plattform Jamaiti. Jamaiti, könnte man sagen, habe ich es falsch ausgedrückt? Oder? Okay. Très bien. Ist ein Dachverband, ist vielleicht etwas zu hart ausgedrückt, eine Art Plattform, ein Netzwerk von NGOs. Jamaiti dient dem Informationsaustausch. Die Zivilgesellschaft in Tunesien ist ja sehr lebendig und im ganzen Land verteilt. Und Jamaiti bringt die zusammen, verteilt Informationen, veröffentlicht viel, trainiert auch und unterstützt die Zivilgesellschaft. Ihr Hintergrund ist im Management, in der Strategieberatung und sie arbeitet auch oft auch als Beraterin für internationale Organisationen. Willkommen. Und dann mache ich gleich hier auf meiner Linken weiter. Herr Samir Dilou ist auch Jurist, sehr viele Juristen hier, also Vorsicht. Er ist Abgeordneter des Parlaments für die Ennahda-Partei. Er wurde schon in das erste Parlament, die verfassungsgebende Versammlung, gewählt, wo er allerdings nicht so lange blieb, weil er zum Minister ernannt wurde unter der Regierung Djebali. Sie waren Minister für die Aufarbeitung der Vergangenheit. Darüber werden wir sicher hier auch reden. Und Sie waren vor allem selbst auch ein Opfer in dieser Vergangenheit. Sie haben 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Und insofern haben Sie die Unterdrückung der Ben Ali-Ära selbst erlebt. Willkommen. Zu guter Letzt auf meiner Rechten Professor Fadel Moussa. Er ist Bürgermeister von Ariana, das ist ein Bezirk in Tunis. Wenn man nach Tunis fliegt und rechts aus dem Flugzeug guckt, kann man ihn sehen. Kommt darauf an, von welcher Seite man landet. Unser Büro ist auch in Ariana. Aber wir haben Sie nicht eingeladen, weil wir gute Kontakte zur Lokalverwaltung haben wollen, sondern weil Sie zum einen in diesen Lokalwahlen eben jetzt gewählt wurden. Und das bringt hier sicher wichtige Einsichten. Sie waren aber natürlich auch eins der wichtigen Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung, Vorsitzender des Justizausschusses. Wir haben ja so einen Gründungsvater dieser 5-jährigen Versammlung auf der Bühne. Sie sind auch Jurist und waren der Dekan der juristischen Fakultät in Tunis über viele Jahre. Willkommen in Berlin. Und ich fange gleich mit den Fragen an und die allererste wäre so ein bisschen jetzt der Rückblick, die 5 Jahre. Sie waren alle beteiligt an diesem Prozess, haben viele Erwartungen investiert, haben selber mitgeschrieben sogar an der Verfassung. Wenn Sie sich jetzt zurückdenken in das Jahr 2014, die wurde angenommen, was waren damals Ihre Erwartungen? Sind wir jetzt nah an Ihren Erwartungen oder ist das alles eher enttäuschend verlaufen? Das würde mich interessieren, so wenn Sie zurückgucken. Hätten Sie erwartet, dass sich das so entwickelt, der ganze Prozess? Und vielleicht direkt damit verknüpft,
Wir sind alles Leute, die uns für Verfassung interessieren. Viele andere Leute interessieren sich nicht besonders für Verfassung. Wie schätzen Sie ein die Gefühle von normalen Tunesiern? Haben die das Gefühl, diese Verfassung ist für uns wichtig, die hat uns was gebracht, das ist was Konkretes? Oder würden die meisten sagen, naja, bei der wirtschaftlichen Lage ist uns die Verfassung eigentlich egal? Und ich fange mal bei Ihnen an. Merci d'abord. Vielen Dank. Ich würde gerne damit beginnen zu sagen, dass das, was wir erleben, kein Paradox ist. Man hätte vom Paradox sprechen können, und das wurde ja auch früher häufig gesagt, wenn man unter einer diktatorischen oder autoritären Regime lebte, so wie wir es erlebt haben. Und wir als Zivilgesellschaft sind dann autonom geworden. Wir haben es geschafft zu leben, zu überleben, einige Siege zu erringen, insbesondere in puncto Menschenrechte. Aber was wir erleben, ist eine Dynamik. Und was wir erleben, ist auch ein Umsturz, eine Veränderung. Und wie jeder Umsturz ist es nicht leicht. Und nicht jeden Tag eine glückliche Fügung. Es gibt manchmal auch unglückliche Tage, aber es gibt Errungenschaften, es gibt Veränderungen, es gibt Dinge, die vielleicht haben Sie hier die Dinge teilweise als negativ aufgefasst bei den Titeln, die gerade von den Zeitungen gezeigt wurden, wie zum Beispiel die Menschen protestieren. Aber das haben wir als positiv erlebt, weil wir hatten vorher im alten Regime sehr wenig die Gelegenheit, auf die Straße zu gehen. Und jetzt haben wir das erlebt. Die Tatsache, dass die Leute auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, ist ein schönes Bild unter den Bildern, die vielleicht nicht schön wirken. Aber die Leute fordern etwas auf der Straße. Und das ist etwas, was man niemals verlieren darf als Errungenschaft. Das ist eine Errungenschaft unter den Errungenschaften der Revolution. Aber jetzt zur Verfassung. Wie haben wir den verfassungsgebenden Prozess erlebt oder die Verfassung an sich erlebt? Wenn ich darauf antworten soll, muss ich Ihnen sagen, wie wir vor der Verabschiedung der Verfassung gelebt haben. Insbesondere wie wir die Angst erlebt haben, dass zum Beispiel die Frauenrechte in Frage gestellt werden. Wir haben fast auf der Straße gelebt, um zu fordern, dass die Frauenrechte nicht bedroht werden, sondern besser noch gestärkt werden. Aber wir hatten auch die Furcht. Mehdi sprach gerade davon, von der Verfassung und vom Kompromiss, den wir geschlossen haben in der Verfassung. Es gibt zum einen diese Zugehörigkeit zum Islam, also zur muslimischen Religion, aber auf der anderen Seite eben die Garantierung der universellen Menschenrechte. Aber wir hatten auch Angst, dass wir dazwischen irgendwie zerrissen werden. Und dennoch ist es ein großer Sieg für die Verfassung zu haben und dass wir nicht das Recht verloren haben, aufgeben mussten, aufgrund von Umstürzen, weil jeder Umsturz kann natürlich die errungenen Rechte wieder in Frage stellen, sondern außerdem noch haben wir zwar die Präsenz einer islamischen Partei. Wir erleben aber, dass wir eine Verfassung haben, die nicht nur ein Standard ist, ein Referenzpunkt. Sie ist eine Nasenlänge voraus gegenüber arabischen Ländern und auch gegenüber einer Reihe von europäischen demokratischen Ländern. Es gibt sehr wenige demokratische Länder, die zum Beispiel durch ihre Verfassung dazu verpflichten, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Aber in unserer steht das. In sehr wenigen europäischen Verfassungen steht das. Sehr wenige europäische Länder können sich der Tatsache rühmen, dass sie das in ihre Verfassung geschrieben hätten. Also wir haben nicht nur die Gleichheit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern dadurch garantiert, sondern haben außerdem Parität durchgesetzt. Und das ist etwas, was auch nicht viele europäische Länder gewährleisten konnten. Und dank dieses Prinzips der Parität, das eben in die Verfassung integriert wurde. Ich habe das juristische Wort auf Französisch vergessen, konsakriert. Also wir haben dann eben bei den Kommunalratswahlen gesehen, dass die Parität auch horizontal und vertikal
durchgesetzt wurde, denn wir haben 47% Frauen jetzt in den Stadträten. Das war nicht einfach. Und als wir von Parität gesprochen haben, haben sämtliche politischen Parteien gesagt, wir sind dagegen. Da gab es nicht links und rechts, islamistisch, sonst was. Nein, alle politischen Parteien sagten, was soll denn das? Wir haben keine Frauen. Und wir haben ihnen zunächst mal gesagt, sehr geehrte Herren der politischen Parteien, immer wenn wir über die Frauenrechte sprechen, sagen sie uns, ja, die Frauen im Innern des Landes, sie leben doch in Tunis, sie sind praktisch privilegiert, aber sie denken ja nie an die Frauen im Landesinneren. Ja, also wir geben ihnen jetzt die Gelegenheit, sie einzubeziehen in die Projekte, sondern auch in das Handeln, in das Tun. Wenn sie dieses Gesetz nicht verabschieden und dafür stimmen, dann wird es nie wieder eine Chance geben für die Rechte der Frauen im Landesinneren zum Beispiel. Zweitens, über alle Parteien hinweg gab es die Möglichkeit, eben Frauen auch zu wählen. Wir sind bei 34% Frauenanteile in der Nationalversammlung. Die Frauen sind disziplinierter. Und damit können zum Beispiel bei den nächsten Verabschiedungen von Gesetzen 64% verloren gehen. Aber das ist ein großer Sieg. Und bei den Kommunalwahlen haben wir ja, wie gesagt, 47% Frauen jetzt. Das ist eine große Errungenschaft. Später sprechen wir vielleicht noch über die lokale Macht, die junge Menschen, Frauen ausüben können und so weiter. Also zusammenfassend, heute können wir sagen, dass diese Verfassung ein Gewinn war, ein Sieg. Weil wir waren uns alle einig über diese Verfassung. Es war ganz wichtig, die Tunesierinnen und Tunesier dahinter zu vereinen. Und diese Errungenschaften sind wichtig, eben einfach für die Freiheiten des Einzelnen. Die waren nicht einmal die Priorität für die Menschenrechtsbewegungen. Die jungen Menschen waren es, die ja nach der Revolution die Freiheiten des Einzelnen gefordert haben und die jetzt eben in der Verfassung verankert sind. Man kann also nicht sagen, dass wir nicht glücklich wären und auch nicht stolz wären. Im Gegenteil, das müssen wir einfach jetzt anerkennen. Sie beginnt umgesetzt zu werden, diese Verfassung. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber darüber werden wir gleich sicherlich noch sprechen können. Vielen Dank. Gleichheit von Frauen und Männern. In der Tat ist Tunesien da sehr viel schneller vorangegangen als zum Beispiel wir hier. Es gibt ja gerade die große Debatte über das Wahlgesetz in Brandenburg und die Gleichheit, die sehr, sehr kontrovers geführt wird. Professor Musa, was ist Ihre Perspektive? 5 Jahre Verfassung. Nun, bevor ich zu den Perspektiven komme, möchte ich noch einen Epilog geben über das tunesische Paradox. Nun, das tunesische Paradox findet man im Grunde überall in allen Ländern. Man kann nicht einfach immer geradeaus aufs Ziel losgehen. Und wenn wir über die tunesische Verfassung reden, ist es so, wir haben inzwischen den Moment erreicht, wo die Umsetzung ansteht. Sie ist am 10. Februar in Kraft getreten. Und wir haben jetzt also den 5. Geburtstag zusammen gefeiert und Ihre Idee des Paradox. Nun, Mehdi hat erklärt, dass es Widersprüche gibt in der Verfassung, das kann sehr paradoxal erscheinen, aber als wir uns für diese neue Verfassung entschieden haben, war jeder überrascht. Man hatte nicht erwartet, dass die islamistische Partei quasi die Macht ergreifen würde und die Konstitution gestalten würde. Das war ein wirklicher Schock zu Beginn. Und dann hat etwas begonnen, was, nun, ich würde jetzt nicht sagen, der große Streit, das kann man nicht sagen, aber zwischen dieser islamistischen und konservativen Strömung, das waren nicht nur Islamisten, es waren auch Konservative, die sehr viel Wert legten auf Identität,
arabische Identität, auf Religion, auf den Islam. Und sie wollten, dass das Land nicht mehr nach außen geöffnet sein sollte, nicht offen, modern und progressiv sein sollte, so wie es seit Bourguiba und Ben Ali war. Und man wollte diese Verfassung ändern, um eine neue Verfassung zu schaffen. Und als Sie von der Verfassung gesprochen haben, da möchte ich anmerken, wie Mehdi es gesagt hat, man muss sehen, dass es da Prinzipien und Regeln und Artikel gibt, die auf der Idee einer arabisch-islamischen Identität beruhen. Aber es gibt auch viele andere, die Weltlichkeit, also eine säkulare Idee folgen. Das tunesische Volk ist mit ganz großer Mehrheit islamisch, aber Sie werden sehen, dass es auch Vorstöße gibt, was eine gewisse Weltlichkeit des Staates betrifft. Und das ist eine essentielle Frage. Die Scharia wurde von der Verfassung abgewendet als einziges nordafrikanisches Land. Der Artikel 6 erwähnt die Freiheit, die Gewissensfreiheit. Das ist in einem islamischen Land eigentlich bis dato unfassbar. Man kann also gläubig sein oder eben nicht. Man kann dem Islam angehören oder ihn verlassen, die religiöse Strömung verlassen, was im Islam gar nicht erlaubt ist. Wir haben viele Referenzen bezüglich beispielsweise der Gleichheit der Frauen mit dem Artikel 46, der nicht nur in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, sondern in der ganzen Welt einzigartig ist. Sie werden nirgendwo eine Verfassung finden, wo die Rechte der Frauen so weit gehen. Also ein arabisches und islamisches Land ist da so weit. Also in der Präambel im ersten Artikel über die Fundamente, über die Grundrechte und Freiheiten, im Artikel über die Exekutive und die Legislative, die Gewaltenteilung, die Verfassungsbehörden, die Autonomie der Dörfer und Städte. Also das sind viele Artikel, die interpretiert werden können oder gesehen werden, wie etwas, was zahlreiche Widersprüche aufweist. Einerseits konnte man eine Verfassung verabschieden, in der ein großer historischer Kompromiss stattgefunden hat. Da gibt es einerseits den Identitätsansatz und mit dem Islam als Staatsreligion und eine andere Idee Tunesiens, eine offene Interpretation. Und Sie werden also immer mal wieder sehen, da gibt es diese Widersprüche. Kommen wir zum Artikel über die Kultur. Die Kultur muss national sein, auf unserem Erbe fußen. Man wollte nicht reden über eine Öffnung unserer Kultur hin zu anderen Kulturen. Und man hat dann sich tatsächlich an die Nation gehalten und auch beschlossen, dass man sich anderen Kulturen öffnet. Also es gibt beides und es gab da zahlreiche lange Diskussionen. Wir haben also auch den Begriff einer Öffnung integriert und Sie haben zahlreiche solche Artikel. Und der erste und zweite Artikel, das sind die symptomatischsten Artikel und sie sind am deutlichsten. Also Artikel 1, gab es schon 1959. Tunesien ist ein freier, unabhängiger, souveräner Staat. Seine Religion ist der Islam, seine Staatsordnung ist die der Republik. Artikel 2 aber, das ist eine wirkliche Verfassung der Verfassung. Und Artikel 2 ist eigentlich der wichtigste.
Artikel 1 sagt, Artikel 2 sagt, dass Tunesien ist ein ziviler Staat, dessen Grundlagen die Bürgerschaft sind und nicht der Glaube, fußend auf dem Willen des Volkes und nicht der Wille Gottes und die Rechtsstaatlichkeit und nicht die Scharia. Dieser Artikel 2 resümiert die ganze Frage und jeder kann sie interpretieren, beruhend auf Artikel 2, die Verfassung, die ich persönlich verabschiedet habe, an der ich mitgewirkt habe. Da ist die Religion eine wichtige kulturelle Referenz, aber kein Recht, kein Gesetz. Und das ist es, was ich verstehe. Also es geht nicht um positives Recht, was die Religion betrifft. Nun, das kann wie ein Paradox erscheinen, aber für mich gibt es da kein Paradox, was den Inhalt der Verfassung und unserer Vision für den tunesischen Staat betrifft. Und ich denke, das war eine extrem schwierige Prüfung, ein extrem schwieriger Prozess. Sehr viele Menschen sind auf die Straßen gegangen, um für diesen Artikel 2 zu demonstrieren. Und der Artikel 1 ist eine kulturelle Referenz. Denn wenn die Religion sich in die Politik einmischt, dann gibt es keine zivile Bürgerschaft. Und das ist das große Risiko. Und das haben wir zu vermeiden gewusst mit unserer Verfassung. Es wird heute Fragen der Interpretierung geben. Man wird immer sagen, na, sie dürfen niemals den Artikel 1 geben. Und der Artikel 2, der ist nun wirklich sehr wichtig und eigentlich wichtiger als der erste, denn er gibt den Sinn, er gibt dem Artikel 1 eigentlich erst den Sinn. Und das ist, wie ich es sehe, eine ständige Suche nach Kompromissen. Es gibt Paradoxe und man schafft es stets, Kompromisse zu finden. Und jetzt, nach einigen Jahren, hat man verstanden, dass Tunesien keine Verfassung haben kann, die ein Staat umreißt, der ganz und gar verschlossen ist und allein auf nationaler Identität beruht. Wir wollen ein offenes Tunesien. Das ist das Tunesien, das wir wollen. Und das ist das Tunesien, was ich in dieser tunesischen Verfassung erkenne. Sie sehen, wir sind schon mittendrin in dem Thema Religion. Das können wir auch in diesen Teil natürlich gleich einbauen. Ein Streit der Auslegung, kann man sagen. Wir haben einen der Verfassungsväter gehört, für Juristen ja schon immer ganz interessant, der Wille des Gesetzgebers. Natürlich gab es da viele und es ist ein Kompromiss. Positiv für mich, dass Sie damit enden, den Kompromiss zu erwähnen. Wir arbeiten in vielen Ländern, wo man sehr starke Meinung hört und niemand, der am Ende sagt, am Ende müssen wir natürlich einen Kompromiss finden. Das bleibt sicherlich die Stärke Tunesiens. Ich bin mir sicher, dass Samir Dilo dazu was zu sagen hat, aber vorher frage ich jetzt nur Kabi, wie Sie das sehen, vielleicht auch nochmal auf die Frage zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe. Sie arbeiten mit vielen Nichtregierungsorganisationen, Sie sind nah am Puls, auch außerhalb Tunesiens. Wie nehmen Tunesier das wahr, die jetzt so professionell vielleicht nicht unbedingt viel mit dem Thema Verfassung zu tun haben. Wie nehmen Sie wahr, was bisher geschafft wurde? Merci beaucoup pour l'invitation. Vielen Dank für Ihre Einladung. Bevor ich beginne, nun, ich bin keine wirkliche Menschenrechtlerin. Ich glaube, da gibt es viele, die sehr, sehr viel getan haben, insbesondere unter der Diktatur, die diesen Begriff wirklich verdienen. Und ich möchte aus einer Perspektive der tunesischen Zivilgesellschaft reden, die sich entwickelt hat seit 2011, mit der Revolution gemeinsam entwickelt hat und diesen Prozess
der des demokratischen Übergangs miterlebt hat. Sie wissen alle, die tunesische Zivilgesellschaft ist sehr uneinheitlich. Es gibt da viele Vereine, Verbände, die gemeinsam mit der Regierung arbeiten, die eine Art Lobbying für die Verfassung machen, die sich engagieren für bestimmte Gesetze, gewisse Rechte, die ihre fachliche Meinung geben, die beraten. Es gibt auch Vereine und Bürgerinitiativen, die eher mehr Aneignung des öffentlichen Raums fordern, um die Frage der Staatsbürgerschaft, der Citoyenneté besser zu definieren und auch die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Es gibt auch Vereine und Initiativen, die die öffentliche Meinung sensibilisieren in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit, aber auch verfassungsmäßige Fortschritte, die nicht verloren werden dürfen. Es gibt auch Verbände mit Beobachterstatus, solche, die die Arbeit der Regierung observieren. Und es gibt also eine große Diversifikation, was wirklich auch ein großer Trumpf dieser Zivilgesellschaft ist. Denn die Zivilgesellschaft fühlt sich manchmal nicht ausreichend gewürdigt. Seit 2011 war die Zivilgesellschaft der einzige Fluchtpunkt für alle kritischen Menschen. Und nach der Verabschiedung der Verfassung, nach allem, was dafür getan wurde, damit dieser Prozess des Konsens weiter fortschreitet, da haben wir sehr viel beobachtet, dass die Zivilgesellschaft zusammengedrängt wird und dass die Regierung versucht, weitere Initiativen zu unterdrücken oder dass man versucht, die Veröffentlichungen dieser Initiativen zu verbieten und insbesondere gerade was die Grundfreiheiten betrifft, da versucht man, diese Initiativen zu hindern, sich auszudrücken. Und auch die Frage dessen, was bedeutet eigentlich Zivilgesellschaft in Tunesien? Da stellen wir uns viele Fragen. Ist das die Zivilgesellschaft eine Art Assistenzfunktion für den Staat übernimmt? Oder ist die Zivilgesellschaft etwas, die gegen die Regierung ist? Oder ist die Zivilgesellschaft etwas, das Hand in Hand mit der Regierung arbeitet? Wir haben all diese Phasen jetzt seit 2011 gesehen. Wir haben sie alle durchlaufen. Und es macht unsere Zivilgesellschaft so komplex, sehr komplex. Heute sind wir dabei zu beobachten, dass wir sehr viele Sicherheitsrisiken haben, zum Beispiel Geldwäsche, Kampf gegen Terrorismus. Und all dies wird von der Regierung instrumentalisiert, um die Rechte und den Aktionsradius einiger als störend empfundener zivilgesellschaftlicher Initiativen zu beschneiden. Und es gibt in der Tat auch solche Initiativen, die beigetragen haben zur Islamisierung, Terrorismus oder Geldwäsche. Aber die überwältigende Mehrheit der zivilgesellschaftlichen Gruppierungen tun alles, um den Übergang in die Demokratie zu befördern. Und heute als Zivilgesellschaft haben wir neue Pflichten, neue gesetzliche Pflichten bezüglich der Verabschiedung gewisser sicherheitsspezifischer Gesetze, die unseren Aktionsradius als Zivilgesellschaft beschneiden könnten. Und zahlreiche Bürger könnten sich eher abgeschreckt fühlen, die Initiative zu ergreifen und aktiv zu werden. Und es gab jetzt im Gesetz gegen Geldwäsche und Kampf gegen Terrorismus einige Zusätze, die sich gegen die Zivilgesellschaft zu wenden scheinen oder dies tun könnten. Und wir wollen die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft verteidigen
und wir sind für eine offene Diskussion. Aber man sagt jetzt, die Zivilgesellschaft finanziert den Terrorismus und die Medien diabolisieren auch die Zivilgesellschaft und beschuldigen sie auch der Finanzierung des Terrorismus. Die Zivilgesellschaft hat deshalb an Vertrauen verloren, genießt weniger Vertrauen und kann nicht mehr das Parlament so beeinflussen, wie es gut wäre, hat an Einfluss also verloren. Und man findet auch nicht mehr so leicht Ansprechpartner im Parlament beispielsweise, um Reformen voranzutreiben. Verzeihung, dass ich mit dem Mikro ein wenig herumwähle und vielleicht rede ich auch ein klein bisschen schnell. Und heute denke ich, dass niemand die Rolle der Zivilgesellschaft in Tunesien verleugnen kann. Ein Nobelpreis ist natürlich eine Form der Anerkennung. Aber ich rede über all die Initiativen, die wirklich Fieldwork machen, die wirklich mit den Leuten reden, die Bildungsarbeit für Kinder machen, die Bildungsarbeit für Frauen machen, damit diese in die Politik gehen können, aktiv werden können. Initiativen, die darauf hinarbeiten, sich wieder öffentlichen Raum anzueignen, die mit den Kommunen zusammenarbeiten. Man neigt dazu, diese zu vergessen und man hält sie vielleicht für weniger wichtig als die Initiativen, die Lobbying betreiben oder mit den Parlamentariern arbeiten. Die tunesische Zivilgesellschaft ist nicht so wie die hier in Deutschland. Das ist die tunesische Zivilgesellschaft. Sie gehört zum Land und spiegelt die ganze Komplexität und Vielfalt wider, die wir in Tunesien haben. Und wenn wir uns selbst kritisieren wollen, dann müssen wir sagen, dass wir gerade versuchen, uns neu zu erfinden, besonders unsere Generation, die nicht mehr unter Ben Ali gearbeitet hat. Wir sind also in einem Prozess der Konsolidierung, des gemeinsamen Wiederaufbaus, haben wir sehr viel Verluste zu verzeichnen. Das ist sehr schwierig, sehr komplex. Aber am Ende wollen wir eine Zivilgesellschaft, die wirklich effizient ist und sehr, sehr aktiv und die wirklich ihre Rolle spielt. Wenn man sie das tun lässt, wenn es nicht zu viele Repressionen gibt, nicht noch weitere Maßnahmen, um den öffentlichen Raum zu beschneiden. Aber wir stellen fest, dass die Freiheiten insgesamt reduziert werden. Wir werden auch noch von den sozialen und wirtschaftlichen Faktoren reden, was die Pressefreiheit betrifft, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit, Vereine zu gründen. Heute als Tunesier, Tunesierin unter 35 brauche ich die Einwilligung meiner Eltern, um in gewisse Länder zu reisen, insbesondere nun, um auch die Tunesier daran zu hindern, nach Syrien zu gehen und dort mit Islam zu kämpfen. Aber das ist etwas, das uns beschäftigt und auch in unseren Rechten beschneidet. Ich denke, wir sind in einem fragilen Prozess begriffen und besonders für die Tunesier, die hier heute anwesend sind, möchte ich sagen, es ist nicht so leicht, jeden Tag in Tunesien zu leben. Es gibt sehr viel Frustration. Der Prozess ist wirklich sehr, sehr anstrengend und es gibt unendlich viele Debatten und Diskussionen. Aber wenn wir diesen Prozess befestigen, konsolidieren wollen, da muss man sich wirklich persönlich engagieren. Jeder muss sich in seiner Gemeinschaft engagieren. Und auch die ganze tunesische Diaspora muss mitmachen, muss sich engagieren, um voranzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank für das beherzte Plädoyer, so beherzt, dass hier die Sachen anfingen runterzufallen. Ich nehme das auch so wahr, die Zivilgesellschaft wurde sehr gefeiert am Anfang, der Nobelpreis und so weiter. Und jetzt enttäuschend, dass viele sie mehr als Problem beschreiben und weniger als Lösung der Herausforderungen in Tunesien. Und nicht nur in Regierungskreisen oder Sicherheitskreisen, sondern tatsächlich auch in den Medien. Wir kommen darauf zurück. Ich bitte jetzt den vierten Sprecher, Samir Dilou.
Ihre Bilanz für Ihre Partei war es ja vielleicht noch mehr eine Achterbahnfahrt als für die anderen Parteien. 2011 konnten Sie zu Recht das Gefühl haben, dass Sie Teil einer Welle sind in der ganzen Region. Und das hat sich sehr gewendet, vor allem natürlich durch die komplette Unterdrückung der Moslembrüderschaft in Ägypten. Dass Ihre Rolle im Grunde jetzt etwas einsam fast ist in der ganzen Region. Sie sind immer an der Regierung beteiligt gewesen, Sie sind ein integraler Bestandteil eigentlich dieser Transformation. Was ist Ihre Bilanz und natürlich auch, wie reagieren Sie auf die, was die Vorredner zum Thema Religion, Artikel 1 und 2 gesagt haben? Vielen Dank. Der Letzte zu sein, der hier das Wort ergreift auf dem Panel, ist zugleich ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Weil ich muss natürlich Ihre Frage beantworten, aber ich muss zugleich natürlich darauf reagieren, was meine Freunde und Kollegen hier auf dem Panel schon vor mir gesagt haben. Ich möchte aber doch damit beginnen, Ihnen ein wenig so eine Vorstellung davon zu geben, welche Wahrnehmung ich hatte, mir geformt habe seit 2011. Ich sage mir Folgendes. Wir sind von sehr weit her gekommen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt. Für die tunesische Elite kann man sagen, wir haben fast ja, die Grundsteine gelegt, das Wesentliche gemacht, wie ich es heute bereits beim Treffen mit dem Außenministerium sagte. Da habe ich den französischen Juristen Guy Carcassonne zitiert und gesagt, eine gute Verfassung ist nicht ausreichend, um das Glück eines Volkes zu garantieren. Aber eine schlechte Verfassung garantiert das Unglück dieses Volkes. Die tunesische Verfassung ist eine gute, sogar eine sehr gute Verfassung. Aber gewährleistet sie das Glück des tunesischen Volkes? Ich sehe hier Lächeln im Raum, in ihren Gesichtern. Manche sagen sicherlich nein. Vielleicht ein Teil des Panels ja, nein. Auf jeden Fall gibt es Risiken. Bei der Umsetzung ist es ja so, es müssen Gesetze verabschiedet werden, die die Verfassung umsetzen. Aber dabei bestehen zwei Gefahren. Erstens, dass die tunesische Demokratie in gewisser Weise zu einer hohlen Demokratie wird, also ausgehöhlt wird. Da, wo freie und transparente und demokratische Wahlen stattfinden, in einem gewissen Rhythmus, aber wo die jungen Leute nicht mehr da sind, wo die Wahlen auch nicht mehr attraktiv sind und wo dieses demokratische Spiel des Wechsels nur einige Parteien betrifft, die sich so gut wie es geht verteidigen. Es werden Koalitionen geschmiedet, dann treten Leute zurück, aber niemand fühlt sich mehr so richtig betroffen. Zweite Gefahr. Die wirtschaftlichen und sozialen Umstände werden immer wichtiger und wir kommen dann zu einem fatalen Fazit, nämlich, dass diejenigen, die die Revolution gemacht haben, nicht davon profitieren, sondern lediglich die Elite sich die Regierungsposten untereinander zuschachern kann und untereinander aufteilen kann und natürlich auch die Parlamentssitze. Aber die übrige Bevölkerung, und dies ist die Mehrheit der Bevölkerung, wird aufs Abstellgleis gestellt. Was sind nun die Aussichten, meiner Meinung nach? Ich bin verhalten optimistisch. Ich meine, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Manchmal im Schneckentempo. Wir haben natürlich auch so einen Tick, eine Manie, uns selber in den Fuß zu schießen und selber Steine in den Weg zu legen. Aber ich möchte doch daran erinnern, dass es ursprünglich kein Geistesvertrauen
es gab. Es gab Hintergedanken, Unverständnis, Vorurteile, Stereotypen und Klischees. Aber wir haben gelernt, uns gegenseitig kennenzulernen, weil Musa sagte es, wir haben noch Arbeit vor uns. Da liegt noch einiges vor uns. Ich erkenne mich nicht wieder in einigen Urteilen, die er gegeben hat. Und ich möchte Sie jetzt auch nicht auffordern, eine tunesisch-tunesische, also interne tunesische Diskussion zu führen. Man kann vielleicht noch einiges klarstellen. Während unserer Jahre an der Macht haben wir nicht die Überzeugung gebildet, dass, dass Tunesien sich nach außen öffnen sollte. Diese Überzeugung hatten wir schon zuvor. Und während der Ausarbeitung der Verfassung haben wir zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass Tunesien sich abschotten solle oder ein einsprachiges Land sein solle. Die Tunesier waren immer polyglott, offene Menschen. Darin besteht die Besonderheit des Tunesiers, der Tunesierin. Und ich spreche Ihnen natürlich nicht das Recht ab, hier diesen Titel für die Veranstaltung zu verwenden, das tunesische Paradox. Ich hätte aber mich vielleicht entschieden für Plural, weil es mehrere Paradoxe gibt in Bezug auf die tunesische Verfassung. Vielleicht gibt es kein tunesisches Paradox, aber doch eine Besonderheit. Wir wollen immer an den Rand des Abgrunds gehen, aber wir schaffen es immer wieder, auf den letzten Zentimetern zurückzuweichen. Zum Glück war uns das Glück bisher hold, aber ist das Glück oder ist das kluge Vorausschau? Machen wir das Notwendige? Ich meine, wir hätten mehr tun können und wir hätten es besser machen können. Wenn wir uns an unsere Partner wenden, unsere Freunde wenden, fordern wir sie stets auf, es besser zu machen. Wir versuchen sie davon zu überzeugen, dass sie nur gewinnen können, wenn sie diesen demokratischen Übergangsprozess einleiten. Noch etwas, wenn wir nicht erfolgreich sind, wenn wir keine Success-Story schreiben, verlieren wir nur. Weil die Attraktivität des tunesischen Modells zeigt doch, dass die Demokratie lebensfähig ist in der arabisch-muslimischen Welt. Und wenn wir es in Tunesien nicht schaffen, wenn es uns hier nicht gelingt, gelingt es uns vielleicht nirgendwo. Und das Scheitern in Ägypten, die Probleme in Libyen, das Chaos in Syrien, die Hölle im Jemen zeigen nicht, dass die Araber noch nicht bereit sind für die Demokratie, sondern sie zeigen, dass nur in der Demokratie alles friedlich scheint, aber die Demokratie ist kostspielig, komplex, aber wir haben doch nichts Besseres im Moment. Danke. Ich hätte vielleicht für Sie noch eine Frage zu diesem ganzen Komplex Verfassung. Was hat sie bisher geschafft? Rolle der Religion. Aber diese Frage öffne ich auch gerne für Sie, wenn es von Ihrer Seite jemand dazu fragen will. Wäre das jetzt der Moment? Bitte, haben wir hier ein Mikro? Wir haben ja so viele hier. Danke. Wenn Sie sich vorstellen und auch sagen, wem Sie die Frage stellen wollen. Mein Name ist Jutta Güler Ali. Ich bin Journalist in der Türkei. Es ist sehr schön, Ihnen diese Frage stellen zu dürfen. Als ich Ihnen zugehört habe, also habe ich ursprünglich auch gleich gedacht an Artikel 2. Damit hätte ich angefangen, nicht mit Artikel 1, um zu erklären, was geschehen war. Aber der Text, der Geist der Verfassung ist ein Paradoxon. Nicht nur in Tunesien, auch in Deutschland haben wir Probleme. Aber ich hätte damit angefangen. In der Türkei zum Beispiel haben wir keinen Bezug zum Islam. Aber wenn ich die Realitäten sehe heute in der Türkei, und das war ja ein Beispiel, ein Vorbild für die Bruderschaft,
dann sehen wir hier einen Despoten an der Macht, eine despotische Entwicklung und Regierung und einen stärkeren Bezug zum Islam, als derzeit möglicherweise in Tunesien besteht. Was ich Sie deshalb fragen möchte, ist, worin besteht der Unterschied zwischen der tunesischen Bruderschaft und der ägyptischen Bruderschaft? Was ist die Raison d'être dieser Bruderschaften? Es ist doch der Islam. Also das Hauptparadoxon besteht doch dann nicht im Verfassungstext, auch nicht in der Anwendung dieser Gesetzestexte, sondern das Paradox ist ein politisches, bestehend in den Gesellschaften in Tunesien und in der Türkei. Denken Sie, dass die tunesische Bruderschaft wirklich diese Verfassung verdaut haben? Im Grunde wollte ich auch Sie noch ein bisschen in diese Richtung fragen. Von Ihnen hat man so gehört, Artikel 2 ist eigentlich die Mini-Verfassung. Im Grunde ist das Thema halbwegs akzeptiert. Nach 2011 bis 2014 war es irgendwie so das beherrschende Thema. Man hatte Angst, das Thema spaltet das Land, führt vielleicht am Ende zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Sie werden sich nicht einigen. Sie haben sich geeinigt. Ist das Thema nicht mehr so heiß wie 2014? Und würden Sie Ihren Kollegen zustimmen, dass Artikel 2 im Grunde der Kern ist und man kann ein bisschen mehr interpretieren in eine oder die andere Richtung? Oder glauben Sie, dass es doch da noch sehr fundamentale Unterschiede gibt, vor allem eben bei diesem Lesart, was bedeutet eigentlich Artikel 1, wo drin steht, Islam ist die Religion des Landes oder des Staates, und Artikel 2, wo drin steht, Tunesien ist ein ziviler Staat. Haben wir die Verfassung verdaut oder hat die Verfassung uns verdaut? Ich denke, das ist nicht so die Frage. Die Verfassung ist geschrieben worden, um angewandt zu werden. Wir gehören zu den Menschen, die diese Verfassung ausgearbeitet haben. Und ab dem Augenblick, ab dem sie verabschiedet worden ist, übrigens fast einstimmig, in der verfassungsgebenden Versammlung, ist sie auch die oberste Instanz für alle Tunesier. Nicht täglich versuchen wir hier unsere Auslegungskreise zu ziehen um die Verfassung herum. Aber es gibt natürlich Fragen, die immer wieder aufs Tapet kommen, immer dann, wenn es einen Gesetzesentwurf gibt, der eben diese Fragen berührt. Aber ich denke doch, dass wir es ja in Tunesien geschafft haben, etwas Tunesisches zu erschaffen, mit großem T, nicht wahr? Sie haben die Frage gestellt, worin der Unterschied besteht zwischen den ägyptischen Bruderschaften und den tunesischen oder Brüdern und Schwestern. So, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Jede politische Strömung, jede ideologische Strömung hat eine Geschichte, etwas, was sie erlebt hat, aber schlussendlich ist sie ja auch geprägt durch ihre eigene Realität. Man kann von sehr weit her kommen, aber irgendwo kommt man da an, wo man lebt, in seiner Lebenswirklichkeit, da, wo wir dabei sind, das Kapitel der Wirklichkeit zu schreiben. Vor einigen Jahren habe ich auch den deutschen Außenminister getroffen. Es war ein Grüner, glaube ich, vor einigen Monaten. Wie hieß er noch? Joschka der Rote? Wir haben also das Recht, etwas zu ändern. Man hat auch die Pflicht, etwas zu ändern. Und ich glaube, dass nur die Dummen niemals ihre Meinung ändern. Den können Sie vor allem hier nicht als Sozialisten oder Sozialdemokraten bezeichnen. Der war von der Grünen Partei. Er hat ja Grüne gesagt.
Oh, pardon, dann habe ich es falsch gehört. Pardon. Alles gut. Noch eine Frage dazu und dann würden wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Das war jetzt hinter Ihnen jemand, der war eine Sekunde schneller. Tut mir leid. Erstmal vielen Dank. Ich bin mein Benny. Ich wohne hier und ich wohnte hier. Ich habe meinen Master hier studiert gemacht und bin gerade nach Tunesien eigentlich zurückgekehrt. Aber ich hätte eine Frage an Sie vier, unsere Freunde, die hier sind. Bei den Kommunalwahlen haben etwa 35% der Menschen mitgemacht. Darunter 18% junge Menschen haben gewählt. Und darin besteht doch eine der großen Herausforderungen der tunesischen Demokratie. Wenn das so weitergeht, kommen wir irgendwo zu einer Demokratie, wo nur noch einige Wähler für die großen Volksparteien stimmen. Was sind Ihre Antworten darauf? Insbesondere, da uns ja Wahlen erwarten in diesem Jahr. Und vielleicht kann ich Ihnen diese Frage auch noch stellen. Jeder von Ihnen hatte eine wichtige, einflussreiche politische Mandat inne. Also zum Beispiel Sie als Mitglied der Kolibe-Kommission, Sie als Minister, Sie als Kommunalratsvertreter. Das ist eine offene Frage, aber vielleicht auch eine schwierige Frage, die ich Ihnen gerne allen stellen würde. Gut, eine Überleitung eigentlich auch schon ein bisschen zu unserem nächsten Thema, die Frage niedrige Wahlbeteiligung in den Lokalwahlen letztes Jahr. Sie hatten das ja auch gesagt, Herausforderung der Demokratie, dass viele sie vielleicht nicht mehr ernst nehmen, dass es nur noch eine formelle Übung ist. Ich würde die Frage jetzt vor allem mal Professor Musa stellen, der ja gewählt wurde in diesen Lokalwahlen. Wie haben Sie das wahrgenommen im Wahlkampf? Wie hoch war das Interesse? Vielleicht war die Wahlbeteiligung in Ihrem Bezirk größer als woanders? Ja, wenn man jetzt als Referenz die Ergebnisse der Kommunalratswahlen nehmen, die Beteiligung war wirklich nicht hoch. Aber eines muss man doch auch festhalten, nämlich die Art und Weise, wie die Wähler sich massiv, also zu 38%, ausgesprochen haben für die unabhängigen Listen und nicht für die etablierten politischen Parteien, die ja bereits bei den ersten und zweiten Wahlen teilgenommen haben und jetzt bei den dritten Wahlen, was die Kommunalwahlen waren, wurden sie im Grunde abgestraft von den Wählern. Das heißt, die Wähler haben sich von diesen etablierten Parteien abgewandt und sich den unabhängigen Listen zugewandt. Und natürlich besteht das Risiko der Nichtwähler. Und das zeigt eben, dass viele Leute zu Hause geblieben sind, wenige das Haus verlassen haben, um zur Wahlurne zu gehen. Und viele, die eben trotzdem hingegangen sind, haben die Unabhängigen gewählt. Das heißt, es gibt eine Art Abneigung neuerdings von den bekannten Parteien. Die Demokratie bedeutet ja, dass es Beteiligung, hohe Beteiligung seitens der Wähler geben kann. Und hier geht es nicht um die Änderung oder Abänderung der Verfassung, die hier die Dinge ändern wird, sondern hier müssen einfach die Politiker wieder überzeugen, zeigen, dass sie noch Vertrauen gewinnen können. Und dafür ist die Hauptarbeit zu leisten seitens der Politiker, derjenigen, die an der Spitze der Parteien stehen, zeigen, dass sie verstanden haben, welche Message die Wähler ihnen ausgesandt haben, ihr Programm umgestalten diesbezüglich und ihr Image aufpolieren gegenüber der Öffentlichkeit. Und das ist keine juristische Frage. Bushra, Sie sind ja Mitglied der Versammlung der Volksvertretung. Hier wird natürlich gesprochen über Gesetze, die verabschiedet werden könnten, damit wieder die Wählerzahlen hochgehen können. Aber das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Es gibt drei Dinge. Autorität, Glaubwürdigkeit und Zustimmung, damit man eine Wahl gewinnt. Und diejenigen, die Wahlen gewonnen haben, haben sie gewonnen, weil sie zu überzeugen vermochten. Und diejenigen, die zurückgeblieben sind,
sind eben zweit-, drittklassiert gewesen, weil sie eben dieses Vertrauen nicht erzeugen konnten. Ich würde vielleicht gerne zurückkommen auf das fehlende Vertrauen oder das mangelnde Vertrauen gegenüber der politischen Klasse und der Politiker. Das ist offensichtlich. Da muss man sich hüten vor übereilten Schlussfolgerungen, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen den Kommunalwahlen, wo sich die Menschen im Allgemeinen kennen, und den Parlamentswahlen. Das muss man unterscheiden. Überlegen wir mal, man muss da wirklich schauen, dass man diese Dinge nicht vergleichen kann. Wenn jemand in seiner kleinen oder großen Stadt gewählt wird, das ist das eine, aber jemand, der da wirklich im Wahlkreis gewählt wird, das ist einfach nicht zu vergleichen. Aber da ist das Problem gar nicht angesiedelt. Die Frage ist eigentlich, wie kann man das machen, dass die jungen Leute, die im Wahlregister sind, wählen gehen, und dass die, die gar nicht im Register sind, dass die sich eintragen lassen. Und da ist wirklich sehr viel zu tun. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, dies in der verbleibenden Zeit noch zu schaffen. Es bleibt jetzt noch 6 Wochen, damit sich die Leute ins Wahlregister einschreiben. Und das ist ein Job für die Zivilgesellschaft. Die jungen Leute haben mehr Vertrauen in die Zivilgesellschaft als in die Politiker, ob jetzt bei den Unabhängigen oder bei den großen Parteien. Also das ist wirklich eine Aufgabe für die jungen Leute. Die Zivilgesellschaft ist mit großer Mehrheit jung und reflektiert, repräsentiert auch die Sprache und das Lebensgefühl der jungen Menschen. Und die Slogans und Botschaften sind auch oft nicht so kategorisch. Das sind auch zum Teil ganz banale Kampagnen. Murachibono zum Beispiel, sehr, sehr sympathisch, sehr interessant. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu tun für alle jungen Menschen. Und was ich den jungen Leuten auch noch sagen möchte: Seid euch bewusst, ihr seid 20 Jahre alt, 30 Jahre alt während der Revolution und jetzt diese unglaubliche Chance nicht ergreifen. Ich bin so frustriert, dass ich nicht mehr 20 bin. Was hätte ich machen können, wenn ich die Revolution mit 20 erlebt hätte? Ich möchte, dass sie sich dessen bewusst werden. Wirklich, das ist eine Chance für sie, jetzt wirklich sich einzumischen. Und sie haben jetzt die Möglichkeit und auch die Gesetze, denn die Gesetze gibt es heute. Sie können sich ins Wahlregister eintragen lassen. Sie können wählen gehen. Unsere Generation, wir sind nicht mehr wirklich in der Lage, die Macht zu übernehmen. Wir sind alt geworden in einem Land, in dem es keine wirkliche Politik gab. Es gab ein paar Leute, die Politik machten. Es gab Minister, aber die machten nicht wirklich Politik. Während Ben Ali waren das einfach Technokraten, die ihren Job machten. Und oft ganz korrekt, aber das war nicht wirklich Politik. Das sind keine Entscheidungen gewesen, die wirklich das Land betrafen. Sie aber jetzt, sie sind jung. Und sie können sich jetzt politisch engagieren, sie können sich ausdrücken, sie können sich öffentlich ausdrücken. Wir mussten früher flüstern, sie können öffentlich das Wort ergreifen. Was für eine Chance. Und sie sind doch keine Kinder. Sie sind völlig in der Lage, sich einzumischen. Die politische Klasse kann von ihnen ersetzt werden. Lassen Sie sich wählen, das ist alles. Und Sodim, um deine Frage zu beantworten, da gibt es 2 Dinge. Was die Wahlbeteiligung betrifft, da muss man früh genug anfangen. Es gibt da verschiedene Phasen. Es gibt die Bildungsarbeit, die Sensibilisierungsarbeit. Es gibt die Vorwahlzeit. Also wenn man
da aktiv werden will und wenn man will, dass die Zivilgesellschaft da wirklich aktiv wird. Also da muss man erstmal das Wahlregister mitdenken. Man muss eine Bildungsarbeit machen, man muss Sensibilisierungsarbeit machen. Und auch am Wahltag muss man auch genau hinschauen und observieren. Man muss schauen, was wird versprochen, was wird eingehalten. Die Gesellschaft in Tunesien heute, oh Verzeihung, da fällt mir schon wieder was runter. Verzeihung, danke. Die tunesische Zivilgesellschaft bezüglich der Frage der Wahlen, da ist es so, das ist das einzige Thema, wo die Rolle der Zivilgesellschaft eigentlich voll anerkannt wird, auch von den Medien. Die tunesische Zivilgesellschaft wird dafür anerkannt, ihre Bedeutung bezüglich der Wahlen ist voll anerkannt, überall. Aber der Präsident des Lesi wurde vor kurzem ernannt. Und wir sind da also schon spät dran, was den Kalender betrifft, den Kalender der Wahlen. Und unsere Zivilgesellschaft mit all den Initiativen und Vereinen, die sich mit den Wahlen beschäftigen, werden finanziert von internationalen Organisationen, denn 90% der Finanzierungen für die aus Tunesien selbst, das verschwindet, das versandet. Und deshalb gibt es eigentlich keine Möglichkeit für unsere Zivilgesellschaft, staatliche Finanzierung zu bekommen. Aber wir benötigen technische und finanzielle Hilfe aus dem Ausland. Und die haben sich verändert. Man sagt, sie bekommen kein Geld, wenn es nicht einen gewählten Präsidenten gibt. Und das ist auch legitim, was diese internationalen Organisationen betrifft. Aber wir sind jetzt schon bereits zu spät, was die Schaffung von neuen Vereinen und Initiativen betrifft. Und es gibt da zwar einen Dachverband und es gibt auch Initiativen, aber wir als Zivilgesellschaft haben es noch nicht geschafft, unsere Kompetenzen wirklich in lokaler Hinsicht weiterzugeben. Und gerade in lokaler Hinsicht wäre das so wichtig. Da braucht es noch einen richtigen Wissenstransfer. Und deshalb kann man nicht wirklich effizient sein als Zivilgesellschaft, insbesondere was die Kommunalwahlen betrifft. Und es ist nicht, dass es da Unehrlichkeit gibt oder dass es Mangel an gutem Willen mangelt, sondern es gibt so unglaublich viel Arbeit, was die Wahlen betrifft, dass wir wirklich in größter Dringlichkeit alles tun, was wir tun können. Wir versuchen das auch zu koordinieren. Aber diese Frage braucht auch eine hohe Fachlichkeit, insbesondere was die Beobachtung der Wahlen betrifft und auch was die Sensibilisierung, die Wahlregister betrifft. Und es gibt nur einige Initiativen, die dazu arbeiten. Andere sind zu spät aufgewacht. Sie wollen einfach 2-3 Monate, bevor die Wahlen stattfinden, beginnen zu arbeiten und haben nicht die fachlichen Kompetenzen, um die Wahlen qualifiziert zu beobachten. Und das schafft eine gewisse Unordnung. Und die Rolle der Zivilgesellschaft wäre so wichtig. Ja, sie trägt dazu bei, dass eine Sensibilisierung stattfindet. Aber sie allein kann das nicht stemmen. Vielen Dank. Nicht mehr viel Zeit. Ich hätte gerne noch mehr darüber gesprochen. In meinen Augen sind Wahlen natürlich vor allem politischer Wettbewerb und den müssen vor allem die Parteien gestalten. Ich glaube, Zivilgesellschaft kann da nur helfen. Darüber hätte man noch sprechen können, aber die Zeit läuft uns weg. Ich will vielleicht noch eine Chance Ihnen geben, noch, wenn jemand noch eine kurze Frage hat, aber nur an eine Person auf dem Panel, weil alle vier noch mal einzuladen, das schafft man nicht mehr. Kurze Frage, kurze Antwort. Sie waren als Erster vorhin daher. Ich me présente, Rafik.
Ich bin Rafik, Tunesier, lebe in Deutschland. Nur, ich habe eine Frage. Der erste Punkt, also das eigentliche Terrain der Zivilgesellschaft, ich verstehe das nicht so richtig. Die Zivilgesellschaft muss doch, die Gesellschaft muss doch zivil sein. Also was für eine Gesellschaft ist nicht zivil? Das verstehe ich nicht so richtig. Ich erlaube mir, dich zu duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Du sagst, dass Initiativen am meisten Erfolg haben, wenn sie mit der Regierung zusammenarbeiten. Nein, nein, das war wohl ein Missverständnis. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Denn in dem Fall würden sie ja ihren Sinn, ihre Unabhängigkeit und ihre Kraft verlieren. Und wenn ich noch etwas hinzufügen darf, ja, ich darf. Also ganz kurz. Samir Dilou, Sie haben erwähnt, dass man sich manchmal in den Fuß schießt in Tunesien. Das ist sowohl wörtlich als auch etwas abstrakter zu verstehen. Leider stimmt das. Denken Sie nicht, dass das Problem meistens von der Regierung kommt und die dem Volk also in gewisser Weise schaden kann? Und die Probleme, die heute in Tunesien auftreten, sind im Grunde Probleme, die von der Regierung erzeugt werden und die nicht irgendwie die Regierung betreffen. Andere Verpflichtungen. Wir haben danach noch ein Buffet, wo Sie mit allen Beteiligten hier natürlich auch noch sprechen können. Ich schlage Folgendes vor. Wir kommen jetzt schon zu den Abschlussstatements aller Beteiligten und Sie bauen Antworten zu der Frage in Ihre Abschlussstatements. Die Überschrift wäre für mich für den Abschluss. Heute Morgen haben wir diskutiert zusammen und Sie haben alle gesagt, Tunesien ist speziell, Tunesien ist anders, Tunesien ist keine europäische Demokratie, es ist aber auch kein Golfstaat, es ist was ganz Eigenes. Das würde mich jetzt interessieren, dass vielleicht Sie alle noch mal kurz sagen können, was ist für Sie Tunesien, was ist die tunesische Demokratie, wo ist sie nicht europäisch, wo ist sie nicht wie der Golf? Das kurz zum Reißen und gleichzeitig vielleicht auf diese Frage noch einzugehen. Und ich werde Ihnen allen Vieren diese Frage stellen als Abschlussstatement und fangen bei Ihnen an. Nun, bevor ich antworte, möchte ich mich bemühen, Ihre Frage, Rafik, zu beantworten. Nun, es tut mir leid, ich wurde nicht eingeladen, Ihnen zu antworten, aber vielleicht können wir später noch reden. Was ich sagen möchte, ist es die Regierung allein, die Probleme schafft, oder ist das eine Verantwortung des ganzen Volkes? Nun, die Politiker wurden ja vom Volk gewählt, deshalb ist das Volk auch indirekt verantwortlich. Und kommen wir jetzt zu den Menschen, die sich der Wahl enthalten, die nicht mitwählen. Sie verlieren das Recht zu kritisieren. Sie sind ebenfalls verantwortlich. Solche, die lieber zu Hause bleiben, die können nicht mehr Probleme kritisieren. Und in Tunesien ist es so, dass man von solchen Straf- oder Frustwahlen redet. Also man wählt eine bestimmte Partei, um andere zu bestrafen. Nun, kann das wirklich die Realität verbessern? Ich sage nein. Was das Besondere oder die besonderen Faktoren des demokratischen Übergangs in Tunesien sind? Nun, ein Übergang ist immer etwas Neues. Es ist ja so, dass wir vielleicht keinen solchen Übergang ein zweites Mal erleben werden, denn das passiert nur alle paar Jahrzehnte. Und deshalb sind wir einfach immer dabei zu lernen. Und ich denke, die ersten Tage der tunesischen Revolution gab es nur Leute des sogenannten Ancien Regime, die eine gewisse politische Erfahrung hatten, also die Leute des vorherigen Regimes. Und die mussten wir dann nehmen, weil die hatten Erfahrung. Und man lernt auch aus unseren Fehlern. Aber das Besondere Tunesiens ist, dass sich die Tunesier und Tunesierinnen
in der Lage sind, sich zusammenzusetzen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die tunesische Demokratie ist eine Demokratie, ist eine sehr ehrgeizige Demokratie, wo man versucht, Lösungen mit sehr wenigen Mitteln zu finden. Ich weiß nicht, ob das ein Glück oder ein Pech ist. Also vielleicht ist es ein Glück, dass wir kein Ölstaat sind, mit allem, was das bedeuten kann. Wir schaffen es, Lösungen zu finden, und ich bin vorsichtig optimistisch. Rafia, ich versuche kurz zu antworten. Also was die Zivilgesellschaft betrifft. In Tunesien gibt es da nicht den Begriff für Zivilgesellschaft. International gibt es das. Also auf jeden Fall alle Initiativen und Vereine gehören dazu, und da gibt es ein Gesetz, und auch die Gewerkschaften gehören dazu. Und dann auch informelle Bewegungen, und manche zählen auch die Parteien zur Zivilgesellschaft. Wir haben jetzt nicht in Tunesien eine ganz klare Definition. Wir reden oft von Zivilgesellschaft, um von den verschiedenen Initiativen und Vereinen zu reden. Was nun diese Initiativen und Verbände betrifft, die am meisten Erfolg haben. Also vielleicht habe ich mich da schlecht ausgedrückt. Das Verhältnis zwischen Initiativen, Bürgerinitiativen und Staat. Nun, erst waren wir gegen alles seit 2011. Dann gab es so einen Prozess des gemeinsamen Erschaffens in Bezug auf die Verfassung, den Prozess der Umsetzung der Verfassung. Und dann sind wir zurückgekommen zum Protest. Aber das kommt immer auf die jeweilige Baustelle an. Manchmal arbeiten wir zusammen mit der Regierung, manchmal sind wir gegen die Regierung. Manchmal sind wir mit der RP ganz einverstanden, manchmal ganz und gar nicht. Und ich denke, oft denkt man, dass die Initiativen, die Lobbying machen, am meisten Erfolg haben. Nein, man muss die ganze Zivilgesellschaft mit einbeziehen, auf mikroökonomischem Niveau, also Lokalniveau, bis auch zu denen, die so ein bisschen Sprachrohr sind. Man darf die Bedeutung auch der kleinen Verbände, der kleinen lokalen Zusammenschlüsse nicht kleinreden. Die sind manchmal genauso wichtig oder wichtiger als die großen nationalen Interessenverbände. Und man muss tatsächlich eine Aufteilung finden zwischen den verschiedenen Akteuren, denn wir haben heute nicht mehr die Fachlichkeit, die wir 2011 bis 2013 aus dem Ausland hatten. Also die ganzen Vereine und Initiativen, die seit 2015 gegründet wurden, die haben einfach nicht mehr so viel Hilfe von außen. Und deshalb ist unsere Situation sehr komplex. Diejenigen, die seit 2011 sehr viel Hilfe erfahren haben, konnten sich professionalisieren und sind jetzt wirklich ein Ansprechpartner für die Regierung mit viel Fachwissen. Und andere haben einfach nicht die gleichen Chancen, um sich zu entwickeln in fachlicher Hinsicht, was von so großer Bedeutung ist, damit eine Initiative, ein Interessenverband von Dauer ist. Nun, ich kann versuchen zu antworten. Jede Bürgerin, jeder Bürger ist verantwortlich für das Land, natürlich auch der Staat, das Parlament, aber auch jeder Bürger, was jetzt Korruption betrifft, was Schmutz auf der Straße betrifft, was die Tatsache betrifft, Steuern nicht zu bezahlen. Und ohne sie alle sind wir ein schwacher Staat. Heute
denke ich, können wir nicht so weitermachen. Wir sind alle verantwortlich. Wir können nicht sagen, der Staat ist verantwortlich. Die Bürger sind verantwortlich, die Regel zu befolgen, dem Gesetz zu gehorchen. Und wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Es ist unser Land. Und selbst wenn der Staat schwach ist, wir sind alle verantwortlich und müssen unsere Rolle als Staatsbürger spielen. Was das Besondere in Tunesien ist, nun, das ist schwierig für mich, darauf eine wirklich wissenschaftliche Antwort zu finden. Nun, in der Tat, ich bin immer wieder überrascht, dass unsere tunesische Verfassung im Jahr 1961 bereits von Geschlechtergerechtigkeit sprach, während dies auf internationaler Hinsicht sehr viel später verabschiedet wurde. Und es ist wirklich so, dass wir viele Intellektuelle haben, Schriftsteller und Künstler, die haben sich eingemischt. Bourguiba war auch ein Intellektueller, er war Jurist, aber andere, die wirklich sich einbringen, sich aktiv zeigen. Es ist also unnütz, uns mit den Golfstaaten zu vergleichen, denn das sind keine Demokratien, auch wenn einige von ihnen einiges in die Wege leiten, um uns zum Scheitern zu bringen. Aber das kann man nicht vergleichen. Das sind ganz andere Debatten. Heute sprechen wir in Tunesien über die Gleichheit beim Erbe, aber in anderen Staaten wagen die Frauen noch nicht mal, sich nach ihrem Erbteil zu fragen. Die Frauen haben oft gar nicht gewagt, ihren Anteil am Erbe zu fordern. Und heute reden alle darüber in Tunesien. Ich finde das hervorragend. Heute, es gab also Drohungen und es gibt alles Mögliche, aber die Frauen in Tunesien, ob es jetzt um die Steuern geht oder um anderes und gerade auch um die Gleichheit, was Erbe betrifft, das ist wirklich sehr wichtig. Ich denke, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und Nur ist da ein bisschen schwierig, aber das ist wirklich hervorragend. Da gibt es ein freies Radio und es gab auch Leute, die versucht haben, das verbieten zu lassen. Aber die haben verloren. Es gibt also ein freies Radio. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich sein könnte. Und da gibt es wirklich Dinge, die sich ändern. Ich wurde während des gesamten Wahlkampfs 2011 in den Stadtteilen und überall attackiert, auf aggressive Art und Weise. Ich werde das nie vergessen und ich habe verloren in kleinen Dörfern, wo es nur 5 Häuser gab. Ah, das ist die Rechte der Homosexuellen verteidigt. Da war ich das Symbol und ich war total allein. Und heute reden die Leute im Fernsehen über Homosexualität. Da gibt es heute auch schon Vereine und Initiativen. Und vielleicht sind sich nicht alle dessen bewusst, aber ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß, was für eine große, wichtige Veränderung das ist. Im Jahr 2003 war das noch völlig anders. Da gab es internationale Kongresse. Wenn man da versucht hat, etwas zu sagen über die Rechte Homosexueller, das wusste man bis in die letzten Dörfer. Und man hat noch nicht mal von Homosexualität gesprochen, sondern man hat gesagt, ach, das ist die Männer mit Männern und Frauen verheiraten will. Und da hat sich so viel geändert. Heute redet man da ganz locker darüber. Und vielleicht bin ich da naiv und optimistisch. Aber ich finde, möchte auch, dass die jungen Leute optimistisch sind. Und wenn ich manchmal junge Leute sehe, junge Leute wie Nur, das ist wirklich eine Befriedigung für mich. Und bei manchen anderen Jugendlichen kriege ich Angst.
Angst braucht man nicht haben. Sie befindet sich in der Ära der Postmoderne. Ganz kurz, ich spreche dann wohl das Schlusswort. Sie haben die Frage angesprochen zur Zivilgesellschaft. Der einzige Artikel in der Verfassung ist Artikel 7 des Gesetzes über die lokalen Gebietskörperschaften, wo darüber gesprochen wird. Das ist eben nicht die politische Gesellschaft, sondern die Bürger, die sich zusammenfinden in Vereinen, in NGOs. Das versteht man unter dem Begriff Zivilgesellschaft. Und Sie haben gesprochen von der Lösung, die zu finden ist. Ich denke, ich kann Folgendes antworten. Wenn Sie einen leeren Stimmzettel abgeben, muss das irgendwie sozusagen in eine Institution gegossen werden. Das heißt, oder was ich damit sagen will, ist, es darf nicht als Nichtwahl oder so etwas gewählt werden, sondern als, als ein weißer Stimmzettel. Und der abgegeben wird. Und das muss extra gezählt werden. Und das verhindert nämlich das Nichtwählen langfristig. In Frankreich wird das ja auch mittlerweile gefordert. Dieses weiße, leer abgegebene Stimmzettel soll also praktisch im Gesetz extra aufgeführt werden. Und in Tunesien haben wir eine Besonderheit in der ganzen arabisch-muslimischen Welt. Denn Und die Tunesier müssen das mit Stolz erfüllen, selbst wenn sie auch manchmal ein wenig frustriert und enttäuscht sind, weil sie vielleicht nicht das gefunden haben, was sie sich erhofft haben. Sie erwarten natürlich immer noch etwas, insbesondere in sozioökonomischer Hinsicht, aber was sie geschafft haben, ist sie haben eine echte Herausforderung bewältigt. Wir haben 3 Wahlen durchgeführt. Wir haben ein demokratisches Ziel verfolgt und erreicht. Und all das ist etwas, wo wir sagen können, Tunesien ist das einzige arabische Land, was der Leuchtturm bleibt von den ganzen Ländern, die diese Revolution hatten, diesen arabischen Frühling, wie wir es nannten. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist etwas, was möglicherweise auch etwas Besonderes ist. Die Frage nämlich der lokalen Demokratie. Wissen Sie, was die Regierung schlussendlich gemacht hat? Sie hat sich von der Verantwortung entlastet und hat sie sozusagen den Kommunen aufgebürdet. Das heißt, heute gehen wir weder in die Kasper, Regierungssitz, nicht wahr, noch in den Bardo-Palast, noch nach Karthago, wo die Republik ihren Hauptsitz hat, sondern es gibt die 345 Gebietskörperschaften, wo das jetzt ganz stark ist. Das heißt, jetzt werden die lokalen Gebietskörperschaften angefragt. Sie stehen jetzt an vorderster Front. Es ist praktisch wie ein kleiner Staat mit einem Präsidenten, nämlich des Stadtrates, einer Exekutive, Legislative und so weiter. Und da haben wir ganz viel Arbeit zu leisten, damit wir eben diesen lokalen Gebietskörperschaften die entsprechenden Befugnisse und Mittel an die Hand geben können, damit sie nicht ständig irgendwelche Anfragen bekommen, die sie gar nicht bewältigen können, sondern damit sie die entscheidenden Bordmittel bekommen, damit sie wirklich ihre lokale Macht ausüben können. Sie sehen also, dass die Latte wirklich hoch angelegt ist für diese lokale Macht. Das steht in der Verfassung drin. Also es gibt die Gewaltenteilung auf der lokalen Ebene, auf der nationalen Ebene und als vierte Macht sozusagen die lokale Macht. Und das steht in der tunesischen Verfassung und das sollte sie mit Stolz erfüllen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Abschlussstatements. Ich werde das jetzt nicht alles zusammenfassen. Kurze Überlegung nur, es hat sich auch hier gezeigt, es gibt verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Überzeugungen, es gibt Spannungen. Die Spannungen sind in der Verfassung abgebildet. Das ist normal, deswegen haben wir Verfassung und Demokratie soll solche Spannungen zumindest konstruktiv verarbeiten und das ist Tunesien bisher gelungen. Das Land hat auch viele Herausforderungen schon bestanden, ohne die Verfassung wieder umzuwerfen. Terrorismus, viele Proteste seit 2014. Es gibt dieses Jahr Wahlen und wir wissen noch nicht, wer gewinnen wird. Auch das ist ein gutes Zeichen. Und ich fand es gut, vor ein paar Monaten hat mir eine Veranstaltung, hat einer ihrer Kollegen gesagt, es
hat eigentlich keinen Sinn, Tunesien mit irgendeinem Land in Nordafrika oder im Nahen Osten zu vergleichen. Man muss es sehen als eine demokratische Transition und vielleicht vergleichen mit Albanien oder Indonesien oder anderen Ländern. Aber das ist ein Rahmen, der eigentlich viel ertragreicher ist, als immer wieder zu sagen, ja, es ist schwer zu vergleichen mit anderen Ländern in der Region. Und das würde ich unterschreiben. Tunesien ist im Moment ein Sonderfall. Leider für die anderen, nicht leider für Tunesien. Damit möchte ich Ihnen herzlich danken, nochmal der Böll-Stiftung danken, vor allem auch unseren Übersetzerinnen danken. Unsere vier Gäste sind sehr schnelle Denker und haben sehr schnell gesprochen. Und die Übersetzerinnen haben das, glaube ich, hinbekommen. Und letztlich danke ich Ihnen vier hier oben auf dem Podium, dass Sie die Reise angetreten haben. Es war eine große Ehre für uns, Sie hier zu haben und Originalton aus Tunesien zu hören. Alle weiteren Fragen und Diskussionen am Buffet. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Schönen Abend. Applaus